You need to know that I'm a Hallo und es kommt zurück zu einer Ausgabe von Forza Motorsport 7. Ja, seit langem sind wir mal wieder zurück hier auf den Rennstrecken im Forza-Universum. Und es hat einen klaren Beweggrund. Es sind nämlich drei neue Fahrzeuge ins Spiel reingekommen. Und die stammen alle aus dem Hause RTR Ready to Race, einer schönen Tuning-Firma vom netten Von Gideon Jr., einem Formula-D-Fahrer unter anderem. Und von dem das KZ sehen wir auch gerade im Hintergrund, nämlich seinen RTR Drift Mustang. Richtig, richtig hartes Biest. Wunderschön optisch. Ich muss sagen, ich bin auch ein Mega-Fan der RTR Bodykits, weil die einfach dem Auto nochmal so einen gewissen Charme und ein bisschen Aggressivität bieten. Und jetzt können wir natürlich meinen, hätte ich auch Forza Horizon 4 anschmeißen können, weil da gibt es den Wagen jetzt bald auch. Aber es gibt einen Beweggrund, warum ich mich für Forza 7 entschieden habe. Nämlich hat der Morgan Junior das letzte Mal, letztes Jahr mal minimal ausgerastet, in Deutschland gekommen und hat mal ein bisschen die Sau rausgelassen. Und das auf keiner anderen Rennstrecke als der Nordschleife. Der Kollege ist nämlich mit dem Ding hier in Kooperation mit Ford zusammen hier einmal die Nordschleife quer abgefahren. Und wir haben jetzt den Morgan Junior RTR Drift Mustang. Wir haben die Nordschleife. Was könnte das heißen? Genau, wir fahren nämlich auch, oder wir versuchen es zumindest. Ich bin ewig kein Forza Motorsport 7 mehr gefahren. Also wenn ich jetzt hart verkacke, liegt es an mir. Wir versuchen nämlich da auch jetzt die Nordschleife einmal quer zu fahren mit diesem wunderschönen Driftbeast. Hat natürlich auch größeren Lenkeinschlag, allen drum und dran. Die ganzen Drift-Updates gab es ja auch wie bei Forza Motorsport Horizon 4, auch hier bei Forza Motorsport 7. Und dementsprechend, bietet sich so ein Fahrzeug einfach super an, um damit mal die Nordschleife ein wenig umzudrehen, mal ein bisschen neue Asphaltdecke drauf zu sorgen. Und das ist das Beast. Absolut krankes Fahrzeug. Ihr seht auch vorne die Achse ein bisschen breiter als hinten, aufgrund des Lenkeinschlags und allem drum und dran. Und ich glaube, ich würde mal sagen, wir quatschen gar nicht so drum herum. Ich würde sagen, wir haben aber Spaß. Leider gibt es keinen Anzug von ihm, deswegen habe ich den kleinen Kana-Anzug von Ken Block genommen. Der geht zumindest in eine ähnliche Richtung. Ist das Monster-Branding drauf, das passt soweit erstmal. Deswegen, wir stellen jetzt erstmal unser freies Spiel ein. Jetzt muss ich mal gerade wieder gucken, wie das funktioniert, weil ich bin ewig rausgegangen. Also kein Scheiß, ich bin so ewig reinstellen. So, wir suchen die Nordschleife, da, Nürburgring. So, wir wollen aber... Ja, gucken, dass ich nicht die ganze Strecke wähle, weil wir wollen nämlich nur wirklich die Nordschleife haben. Genau, die wollen wir haben. Dankeschön. So. Spieltyp individuell. Wir machen Testfahrt. Sehr gut. Testfahrt ist super. Driver-Tare aus. Blablabla. Passt alles. Alles super. Super, super. Annehmen. So, jetzt müssen wir mal kurz nochmal Pfeifen einstellen, weil ich will auf jeden Fall Schaden ausstellen, weil die Grund ist nämlich, sonst haben wir nämlich nach zwei Kurven nichts mehr von den Reifen. Deswegen kosmetisch ist gut, lassen wir so, leider komplett ausstellen kann man es leider nicht, deswegen bleiben wir dabei. Verdenkung bleibt alles super, perfekt, alles aus, was wir nicht brauchen. Die Karre soll ja auch quer gehen immerhin und ich würde mal sagen, es geht ab. Auf in Nordschleife, in die grüne Hölle mit Vaughn Gideon Jr. als RTR-Mustang. Ich habe ein bisschen Bock drauf, weil die Kombination halt schon assig geil ist. Die Kombination ist schon assig geil. Und dementsprechend werden wir es mal ein bisschen ausleben. Was das Spiel auch als Update bekommen hat, ist die neue Driftkamera im Innenraum. Da wurde nämlich nochmal angepasst, dass wenn du driftest, dass die Kamera ein bisschen mehr mitschwingt und ein bisschen mehr aus dem Seitenfenster guckst, was dir ein bisschen mehr Sicht nach vorne wieder gibt. Also nach vorne ist ja dann nach vorne, weil die Karre quer ist. Das ist ganz cool. Und ich würde mal sagen, legen wir los, oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss ja erstmal wieder reinkommen. Aber warte mal, ich will kurz die Kamera wechseln, weil ich kann es euch mal kurz erst Kurve zeigen. Dass der. Oder ist. Ne, ist nicht aktiviert, okay, ich müsste das aktivieren. So, aber. Ich würde mal sagen. Okay. Das ist assiger, als ich es erwartet habe. Das ist viel, viel assiger, als ich es erwartet habe. Oh, diese beleuchteten Zusatzecken da in den Grill vorne, ne? Ist geil. So, machen wir mal. Oh, Alter, ist da Bums an der Hinterachse, Junge! Oh, da ist viel Bums. Leichte Kollision, leichte Schrapper sind okay. Es ist die Nordschleife. Nach 20 Kilometer wird die Karre nicht so aussehen wie bei Morgan & Junior. Die wird hier ein bisschen lidierter sein. Oh, Gottes Namen. Okay. Da ist verdammt viel Bums an der scheiß Karre dran, Junge. Ich weiß, ich überlege gerade, welchen Gang ich am besten nehme, damit ich hier nicht Kacke baue. Sollte auf jeden Fall die Handbremse weglassen. Das reicht alleine mit dem Gas. Selbst da hast du schon zu kämpfen. Boah, ja. Alter, der hat so viel Leistung an der Hinterachse. Alter.
Der ist. Also das Ding ist mal. Bruder, ist das Ding Hardcore-assig. Das ist ja richtig geisteskrank, ey. Jung, ey, es rettet die Klangkulisse. Das Ding klingt ja einfach. Also, es klingt einfach nur danach so: Ich bring dich um jetzt gleich hier auf der Stelle. Ist mir egal, was du davon hältst. Und, Alter, das Ding, vierter Gang 250. Kann man so machen, ist halt ein bisschen bekloppt. Ah, die Kurve hätte ich ein bisschen schöner driften können. Jetzt hier schön einleiten. Komm, 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 zurück, 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 zurück. Ja, 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 ein bisschen am Kies lang. Gib ihm. Yes, sir. Guter Drift, das war ein schöner Drift, war perfekter Drift. Ich will gelobt werden hier bitte. Oh, Alter. Es ist wirklich ein bisschen Ritt auf der Kanonenkugel. Heilige Scheiße. Oh, 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 oh. Bisschen weit raus. Ja, krieg ich ihn zurückgeholt. Ja, komm, machen wir nochmal einen Donut für die Fans, weil sie Bock drauf haben. Komm, Donut. Und weiter jetzt. Alter, das ist schon eine Nummer, ey. Junge, Junge, das Ding ist schon richtig böse an der Hinterachse. Gut, soll ja auch sein. Das Ding soll ja jegliche Lebenslagen quer gehen. Ich kann es bestätigen, tut er. Tut er eins, alle geht jegliche Lebenslagen quer. Es gibt keine, wo es nicht tut. Das war zu schnell, das war zu schnell, das war zu schnell. Auch vom Reifenstapel drauf gefangen, alles gut. Boah, das Ding ist ja. Alter! Ja, komm, ey! Okay, ich muss mich gleich erstmal ein bisschen einfahren. Wenn man Forza Horizon 4 gewöhnt ist, ist Forza Motorsport 7 mittlerweile echt eine andere Welt, ey. Ja, ja, komm, 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 mach Papa glücklich. Selbst im vierten Saub, 4000 Umdrehungen. Leistung! Boah, Leitplanke! Noch mehr Leib, Alter! Die Bremsen haben halt nicht so Bock. Du stehst drauf, es passiert nicht viel. Du musst halt alles durch den Drift abfangen. Ha, der Gegenschwung, ey, Alter! Komm schon mal. Alter, bleib ruhig, bleib bei mir, fahr geradeaus. So einleiten. So schnell, Alter. Es ist echt schwierig, finde ich, die Geschwindigkeit bei der Karre einzuschätzen. Der beschleunigt halt so schnell, dass du in der Kurve plötzlich 200 drauf hast, ohne es zu wollen. Oh, come on. Die Hinterachse ist schön butterweich, also hinten sackt er schön ein. So, komm, die nächste Kurve machen wir jetzt mal schön. Ja, 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 komm von der. Boah, ah, Bordsteinkante. Das ist Bordsteinkante, Curb, Entschuldigung. So, das Karussell müssten wir eigentlich auf jeden Fall quer hinkriegen. Also nicht, weil ich es gut hinbekomme, sondern ich wollte es hinbekommen, weil es dazu passen würde, wenn wir es quer fahren. Wir bei 200 Sachen und jede Achse macht, was sie will. Ja. Ey, das ist schon. Bisschen. Alter, bisschen Kampf ist gut. Man muss aber auch hart gestört sein, das in echt zu machen. Also. Kollege Wonke Junior? Junge, hast du einen an der Klatsche? Ja, 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 go hier. Das geht doch. Das ist schön. Ach, wir sind mal einen schönen Drift. Perfekt. Ach, danke schön. Wir haben ein einmal gelobt. Davor war auch nichts zu loben. Davor war auch echt scheiße. Ja, 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 ja. Der Grasnarbe lang. Schön. So. Dritter Gang reicht eigentlich. Der dritte Gang hat so viel Bums, dass du den zweiten echt nicht brauchst. Komm, 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 komm. Ja, Gott, ich gewöhne mich. Ah, ich nehme es zurück. Vergesst meine Aussage. Ich gewöhne mich nirgendwo dran. Eigentlich. Ist er oben oder unten? Ne, wir müssen eigentlich oben driften. Und kannst du kriegen. Au, das war die Frontschirmstange, da haben wir mal schön aufgesetzt. Hoppsala. Au, au, oh, Alter, der ist aber auch tief zum Teil, ey. Die Curbs sind zu hoch.
Wieder aufgesetzt. Ja, ja, ja. Jetzt mal hier schön verketten. Sehr gut. Ja, ja, ja. Nächste Kurve. Handbremse einleiten. Es ist teilweise echt schwierig, die Geschwindigkeit. Es war schon wieder fast zu schnell. Ich fahre auch immer an der Grasnarbe lang. Sollte ich mir vielleicht mal ein bisschen abgewöhnen. Aber es ist halt schwierig, wenn der Wagen halt quer genauso breit ist wie die ganze Strecke. Ja, 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 anders Richtung und dann nach rechts rum. Rechts rum! Nein! Sehr schön! Ich ziehe gerade nur die Handbremse. Ich bin nicht am Gas. Das lasse ich auch bergab schön sein. Ja, Brötchen quer war schon mal halbwegs okay. War zwar super langsam, aber wir sind mal nicht eingeschlagen. Das ist schon mal ein Anfang. Es muss halt so zack, der beschleunigt halt so assig schnell. Alter, du hast so schnell da 200 km/h gefühlt da unten stehen. Das ist so krass. Ich bin jetzt gerade so oft eingeschlagen, weil du halt einfach die Geschwindigkeit einschätzen kannst. Es fühlt sich so schnell nicht an. Ja, guck her, Das will ich gerade mal selbst verloben. Das heißt gar nicht mal so unsexy. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Bordstein sage. Ich spiel's bevor es so heißen. Ist immer noch ein Curb. Links und jetzt rechts. Dann wieder weiter jetzt links. Jetzt kommt gleich eine Rechtskurve. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen vom Gas gehen, sonst kriegen wir das nicht hin. Oh, jetzt geht aber 5 Kilometer vorher schon die Handbremse. Dann geht's auch. Ja, sehr schön. Komm, 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 komm. Na, fuck, ja. Der Körper hat so aufgesetzt. Ja, das war zu schnell. Ich würde ja gerne jetzt gerne eigentlich auf der langen Geraden jetzt auf der dritten Höhe mal probieren. 360 jetzt. Wir fahren noch eine zweite Runde, damit wir vielleicht ein bisschen was Schönes uns abgeliefert haben. Es ist auf jeden Fall, also man hat ein bisschen zu kämpfen, würde ich behaupten. Es ist jetzt nicht unbedingt mal kurz so eine Sonntagsspazierfahrt auf der Nordschleife. Wobei das Wort Sonntagsspazierfahrt in Nordschleife sowieso nicht in einen Satz passt. Also das ist grammatikalisch einfach nicht annehmbar. Die Hinterachse, ihr seht ihr ja, ne? Die neigt, die sackt halt so schnell ein, damit die halt hinten einfach weggeht. Gucken wir mal, ob ich den 360er kriege, wahrscheinlich nicht. Okay, das ging jetzt sogar besser als gedacht. Krass, okay, das hat sogar gut funktioniert. Man kann schön schnell den Rückwärtsgang reinkloppen. Probieren wir es nochmal. Okay, jetzt war ich zu weit rechts. Aber im ersten Versuch hat es gezählt. Wir nehmen den ersten Versuch. Scheiß auf den zweiten. Es gab keinen zweiten. Manchmal muss man auch einfach das nehmen, was direkt zuerst kommt. Das kann das Beste gewesen sein. Das wird nicht besser hier. Keine Sorge. Da guck ich mal diese Kackbeschleunigung an. Das Ding. Wofür brauchst du so viel Topspeed? Das ist ein Formula D Auto. Ich meine, wir fahren gerade mit 300. Alter. Im vierten. Haben wir noch 5 Gegner? Nee, wir haben nur 4. Wenn ich die Kurvenkombination da schnell annehmen könnte, wäre geil. Aber das endet auf jeden Fall im Unfall. Das geht ja nicht mit dem Arsch rum. Scheiße. Ah, Mann. Das war jetzt gar nicht so cool, wie ich gehofft habe. Und ein Schlag. Ah. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Schönen Tag noch. Tschüss. Weiter geht's. So, komm, aber jetzt nochmal eine schöne Runde. Jetzt haben wir uns ein bisschen eingefahren. Also eingefahren heißt, wir haben uns ein bisschen eingeplankt. Komm schon. Ah, scheiße. Du hast so keinen Spielraum für Fehler hier. Das hilft, da hilft die Karre mit so viel Leistung halt überhaupt nicht. Wie kann man das so bekloppt sein, vor der D-Karre auf die Nordschleife zu böllern? Also muss er komplett gestört sein. Und vorne im Nacken haben. Das Video ist auf jeden Fall sehenswert.
Perfekter Griff, wo war das denn perfekt? Das war doch überhaupt nicht schön. Leitplanke. Ah. Das Problem ist, man muss eigentlich die Curves vermeiden. Die Karre ist gefühlt zu tief, um rüber zu kommen. Die hängt sich darauf immer auf. Oder hebelt sich aus. Na, komm. Einmal Vollgas. Nein, okay, lassen wir das. Nein, wir nehmen keinen Vollgas. Vergesst das. Das klappt nicht. Ich krieg die Karre hier nicht hochgefahren sonst. Okay, das war ein bisschen sehr motiviert, aber ich dachte, ich probiere es mal. Es war ein leichter Rolltab, nur Rückleuchte kaputt gegangen. An sich war das dafür doch ganz okay eigentlich. Es hätte auch schlimmer ausgehen können mit dem Tempo, wie ich da hochgeschossen bin. Okay, jetzt haben wir gar keine Rückleuchten mehr. Vergesst die Rückleuchten, welche Rückleuchten? Anscheinend, wir gehen auch schon nicht mehr. Naja. Der braucht schon nicht auf einer Nordschleife. Ja, jetzt fahre ich die Kurve hier ein bisschen mal quer. Sehr schön, das wollte ich vorhin schon gemacht haben. Schöner Burnout kommt. Es war nicht geplant, aber es sieht halt ganz cool aus, wenn man es macht. Und dann sagt, es war Absicht. Also das Driften in Forza Horizon 4 ist um Längen einfacher als in Forza Motorsport 7. Ich habe es hier noch nie wirklich groß ausprobiert. Es macht super viel Laune, aber ist auch auf jeden Fall viel mehr Übungssache. Was aber, dass ich jetzt nicht als negativen Punkt darstellen will. Das soll nicht negativ sein, es soll sogar positiv sein, weil man es ein bisschen sich aneignen muss. Aber das Handling-Modell lässt auf jeden Fall gut zu, dass man sich durch Übung besser wird. Das ist ja was Positives. Sanfte Gasstöße. Körper wieder zu hoch. Die Curbs musst du wirklich außen vor lassen. Die kannst du knicken oder du legst die Karre vorher höher. Ja, komm jetzt. Es muss halt so sanft mit der Handbremse und mit dem Gas umgehen und mit der Bremse. Ah. Aber es macht super viel Laune, weil du halt schon nach einer Runde merkst, wie du dich ein bisschen verbessert hast. Schon wieder zu weit raus und Spoiler auch noch ab, ey. Ah. Es ist halt die grüne Hölle, ne? Das Driften verzeiht dir Ding halt noch weniger Fehler. Komm, 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 bleib bei mir. Ich finde es immer noch geil, wenn man den Schaden komplett ausstellen könnte, wie er vorzuweisen. Das würde ich immer noch ganz cool finden, weil ich gerne mal habe, wenn ich die Karre auch realistisch nicht kaputt geht, ich sie gerne auch in einer Runde optisch immer noch gerne in guten Zustand habe, weil das Ding ist außer die krasse Schrottpresse geholt. Junge, du hast einfach bei 180 nur durchdrehende Reifen, das gibt's doch gar nicht. Rolltap, alles gut. Es ist so krass, wie die Karre nur am Durchdrehen ist. Boah, Bodenwelle ausgehebelt, keine Chance. Junge, 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 Junge. Ja, komm, 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 Fit Grip. Oh, das geht ja hier alles quer. Junge, das funktioniert. Heilige Scheiße. Das funktioniert nicht. Nein, das war motiviert zu viel. Oh, Bodenwelle. Oh, direkt auf der Kanone in Kugelball. 220, ey, Junge. Das ist das geistesgestörte Teil, ey. Komm, 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 komm. Yes, sir, weiter jetzt. Es macht halt ultra Laune. Ich fahre halt zwar ultra Grütze zusammen, aber Grütze, die echt Bock macht. Ja, Kopf vom Körper weg, Kopf vom Körper weg, Kopf vom... Ah. Machst halt nix. So, come on.
Boah, sehr geil, hat funktioniert. Okay, danach weggeworfen, aber an sich, das haben wir geschafft. Sehr schön, da bin ich schon mal ein bisschen stolz auf mich. Schon mehr, als ich erwartet hätte. Nein! Ach, Alter, ich habe halt echt das größte Problem, was ich mit der Karre ist, wirklich einzuschätzen, wie schnell wir sind. Das ist halt so unfassbar, geht das voran. Das ist so krank, dass das Ding an der Beschleunigung ruppt, ey. Ach, wieder zu spät. Ja, wohl noch gefangen. Alles gut. Muss halt eigentlich, wie gesagt, vermeiden, über die Körbs zu rutschen, aber. Man hat sowieso schon kaum Platz, ne? Dann ist das jetzt nicht unbedingt die Sache, auf die man am meisten achten kann. Oh, das war schön, das war schön. Die zweite Runde ist schon mal deutlich schöner als die erste noch. Aber es ist doch Verbesserungspotenzial, da sind wir uns alle einig. Ah, so. Komm schon. Ah, hallo! Wow, was ist denn das jetzt gewesen? Er hat plötzlich komplett in eine Richtung gejagt. Ah, abgefangen, hab ihn. Ja, gut, ja, aber wie gesagt, die zweite Runde ist schon mal aus meiner Sicht deutlich besser. Was war das denn? Da war wieder eine Bodenwelle, die mich ausgehebelt hat vorne. Und mir die Lenkung gerade weggeschlagen hat. Also das Problem ist, dass Nordschleife so viele Bodenwellen hat. Das ist natürlich beim Auto, wo du gerade kontrolliert versuchst zu driften, immer schwierig, wenn die Vorderachse oder Hinterachse einen Schlag kriegt. Dann hebelst du mich voll aus. Das reicht mit der Leistung, die er da ansetzt. Aber es wird schon besser. Muss ich mich jetzt gerade wirklich selber für loben, ey. Das ist schon. Ich sollte auch mal mich selbst zu loben. Hier soll ich sagen, wie gut es gerade ist. Schlage ich in der nächsten Wand wieder ein, ey. Also ich brauche auf jeden Fall noch eine Menge Übung, um die Geschwindigkeit einzuschätzen, weil das Ding kommt mir, ist mir echt viel zu schnell, ey. Ich brauche für Drift nicht so viel Leistung auf jeden Fall. So, jetzt komm, gucken wir mal, was Leistungstechnik, was Topspeed-Technik so geht. Das sehe ich nämlich gerade mal, weil das Ding hat echt böse marschiert. Aber die Hinterachse ist cool. Hier, wie die Hinterachse am Hübeln ist. Wir fahren gerade 330 in den fucking Driftcar fast. Aber die Hinterachse macht auch, was sie will. Oh, sehr schön. Und wieder in dieselbe Wand eingeschlagen. Und wieder in dieselbe Wand rein, wie es sich gehört. Aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein für diese kleine Folge von meinen absoluten Driftskills. Was haben wir daraus gelernt? Morgen in den Junior werde ich nicht. Ich sollte auch nicht mit einer Formula D-Karre auf die Nordschleife. Das haben wir auch daraus gelernt. Ich sollte das vielleicht sein lassen. Ist keine so eine gute Idee. Aber wenn ihr trotzdem ein bisschen Bock drauf gehabt habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns im kommenden Video wieder. Bis dann. Tschö, tschö.